wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Soll ich? Bereit. Und damit ein herzliches Willkommen zu God of War Ragnarök. Jo, wie ihr seht, geht's endlich los. Ich bin echt gespannt. Sehr krank, Atreus. Schönes Intro war das auf jeden Fall. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter ist, ich gebe ihn nicht auf. Ja, erstes Spiel habe ich Platin gespielt. Das wird jetzt auch der Fall sein. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, das Spiel mit Videos zu machen und nicht im Stream. Vielleicht mache ich es zwischendurch im Stream. Ja. Jetzt müssen wir uns mal kurz konzentrieren hier. Es geht ja nun mal los, ne? Ja, auf jeden Fall wird das auch hier im Platin-Run werden. Ich hoffe, ich werde vielleicht einige Sachen im Stream machen, aber das meiste werde ich wahrscheinlich mit Videos machen. Ja, ich hoffe, dass ihr zahlreich dabei bleibt. Schön liken und abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Wie gesagt, wird wohl ein Platin-Run werden. Oh, lol. Da geht ja gleich gut los hier. Wir müssen von ihr weg. Ich versuch's ja. Kann man irgendwie... Wow. Die Wölfe, die stürzen um. Ach, was soll ich sagen? Wow. Okay. Kommt wieder her! Ja, gut. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ups. Quicktime-Events, ehrlich. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab dich. Halt dich fest. Das Schutzsymbol ist nah. Oh nein. Freya, wir sind nicht deine. Freya ist immer noch pissed off. Oh,
Eieiei. Aber ich sehe ja mal gar nichts, würde ich mal so behaupten. Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Swartner, los. Er heißt Specki, im Ernst? Wie witzig ist das denn? Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Ja, so eine Zusammenfassung. Ich guck mal, ob ich so eine Zusammenfassung der Story finde. Für alle, die es nicht gespielt haben, verlinke ich euch nochmal unten dann in der Videobeschreibung. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ja, erstes Spiel habe ich total geliebt. Das ist eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Über eigentlich alle God of War Titel, All-Time Favorites von mir. Ich mach schon. Ich nehme den Hör. Leg los. Ja, der Junge ist groß geworden, würde ich mal behaupten, was? Ganz ehrlich, dafür, dass ich ja noch keine PS5 habe, das Spiel sieht immer noch fantastisch aus. Sie wird wahrscheinlich auf der PS5 wahrscheinlich auch noch besser aussehen, aber ich finde, es sieht immer noch fantastisch aus. Schon gut. Alles gut. Ich weiß. Hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Hm. Ja. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Du bist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Sopna. Ethan. Sopna.
Das ist schon mal sehr geil inszeniert gewesen jetzt. Also, Hammer. Was? Nein! Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer! Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Na, da ist ja auch ein alter Bekannter. Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Kratos? Dieses Gebrumme, ey. Das ist einfach Kratos, ey. Cool, jetzt erfahren wir ein bisschen Hintergrundstory noch. Das finde ich sehr gut. Fey. Bist du bereit? Du gehst als Ymir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein.
Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Hm. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag ich doch. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf vom Jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Achso, da. Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Faye. Okay. Faye. Faye. Faye! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Das war so klar. Er kann nicht weit sein. So. Fimbulwinter überleben. Ja, also. Ist ja nicht so problematisch, wie ich sage. Also, wir sind auf jeden Fall bei der gleichen Hütte wie im ersten Teil. Das ist ja die Hütte, die, wo wir auch im ersten Teil angefangen haben. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Das können wir noch nicht machen, da sind ja... Baldurs Kluft ist zu instabil, Bruder. Das würde der Junge nicht wagen. So, wir gehen wahrscheinlich wieder... durch... Entweder gehen wir gehen erstmal... Mal ich guck sehen. Mal eben da unten. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Fragen wir doch mal die Wölfe. Ach nee, die sagen nichts. So, aber da können wir was machen. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye... Hellas! ...etwas zu sagen.
Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Das ist mehr als bloße Erinnerung. Ja, okay, das ist Sprinten wie immer. Okay, wenn ich einmal drücke, dann bleibt Sprinten. Alles klar. Das ist... Ah, okay. Okay. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Okay, auf geht's. Rüber. Ah, okay, das ist Ausweichen. Okay, das war das. Das ist ab. Linke Seite, Bruder. Okay, den haben wir pariert, glaube ich, ne? Für noch mal. Ah, das war ein paar. Das war ein sauberer Parry, würde ich so behaupten. Hinter dir! Okay, die sind sehr langsam. Da muss man ein bisschen. Da muss man ein bisschen gucken, dass man da möglichst spät ein Parry macht. Ich war immer so ein bisschen früh dran. So wirklich bis zuletzt warten und dann, weil die holen echt langsam aus. Aber. Das Symbol ist zerstört. Die sind. Erklärt die Eindringlinge. Parierbar. Was ist hier passiert? Oh. Bär. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren okay. Und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Okay, da geht's ja ruhig. Wir folgen der Spur. Ah, wir müssen drumherum. Ach was. Da ist was. Eine Küste. Da werden wir ihn nicht finden. Nee, aber. Aber da ist Loot, Alter. Den können wir doch nicht. Den können wir doch nicht. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Achso. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Okay, so war es ja. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Und was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. So. Wo geht's denn weiter da vorne?
Müssen wir wohl da hoch? Junge, die... Alter! Okay. Läuft! In Ordnung. Wo ist jetzt die Spur? Junge, die... Kratos in Action, Alter. Okay. Da ist ein Typi. Da hoch irgendwie, wa? Wir können nicht durch, aber drumherum. Schnell werden! Mortifla! Ja! Okay, den können wir nicht. Wo ist mein Sch... Au, ich hab die falsche Taste. Hinter dir! Wo ist meine Axt? Ach, da. Okay, das war ein bisschen close, weil ich irgendwie meine Axt verloren habe. Ich weiß, was du denkst. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. So, Silber und Eisen. Da ist nichts mehr. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Kann ich mich irgendwie ducken? Nee, ne? Oder du machst das. Genau. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Kann ich immer ein bisschen Heilung kriegen? Ah, ich will. Brauchen wir ein bisschen Healing, Alter. Das ist ein bisschen. Da habe ich mich doch ein bisschen verschätzt. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen das Parry-Fenster zu ergründen. Erstmal looten wir hier alles auseinander. Das ist gut. Ich glaube, dann haben wir erstmal hier alles erledigt. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Feuer von oben. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf. Ja, ich war... ich hasse es. Okay, haben wir. Nee!
Ja, ja. Achtung, Feuer von links! Ja, ja, ist mir schon klar. Dabei bin ich voll. Boah, schon wieder? Mann! Junge. Okay. Atreus, bist du hier? Ist doch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Ja, aber erstmal Kenners wird gelootet. Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wiederzufinden. Ja, ja, ja. Das ist mir schon klar. Aber erstmal wird jetzt hier gelootet. Wenn da noch irgendwas ist, gucken wir mal. Ich glaube nicht. Okay, dann können wir weiter. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. So. Atreus, wo bist du? Junge, Bär, Bär. Halt mal diese Quicktime-Events. Wir hören oder was? Junge! Ich mach gar keinen Schaden, Alter. Oh, wow, ich hab irgendwie gar keinen Platz. Oh, Junge, okay. Oh, hallo, oh, ich bin immer noch bei... ich hab die letzten Wochen Bloodborne gespielt und ich versuche immer noch auf Kreis zu rollen. Okay. Ja! Sammel mich nicht voll! Okay. Ah Gott, zwei Doppelschlag, okay. Okay, den können wir nicht. Junge, ist der angepisst. Jetzt gibt's auf die Fresse, Alter! Rechts von dir! Ihn, bevor er wieder auftaucht! Pissed off, von rechts! Ja, ich weiß doch, Junge! Sabbel mich doch nicht voll! Oh, Junge! Alter, ist der angepisst! Rechte Seite, Bruder.
Okay. Junge, wie er sich dreht einfach. Nervig. Nervtötend. Nein, ich war schon wieder kreis. Angriff. Nein, komm. Haben wir immer noch Heilung? Links von dir. Oh, okay, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Okay, das wäre jetzt echt. Ach komm, ey. Das wäre jetzt echt ärgerlich geworden, wenn wir das da verkackt hätten auf den letzten Metern. Ich hätte einfach dranbleiben sollen, anstatt Heilung zu suchen. Okay. Ich glaube nicht, dass das ein Bär ist. LOL. Okay. What the fuck is happening? Junge. Passiert. Du erinnerst dich nicht. Junge, du warst Björn der Bär, ey. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Und dann bin ich... Rand? Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kann okay, das ist schon mal sehr cool. Wenn er das kontrollieren kann. Abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können.
bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Oh, Entschuldigung. Schwierig bei Kratos Backstory, würde ich mal so behaupten, ne? Nimm dich zusammen. Das Krasse ist, es ist ja beides so nachvollziehbar, ne? Man kann sowohl... eine bärige Begegnung. Man kann ja beide nachvollziehen, ne? Kratos, wenn man weiß, wer Kratos ist, wo er herkommt und wie es auch mit seiner Familie, was mit seiner Familie passiert ist. Es ist absolut nachvollziehbar. Und Atreus kann man natürlich auch verstehen, ne? Er möchte wissen, wo er herkommt und was wird, was alles bedeutet. Ich bin wirklich gespannt. Tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Du bist nur die Schuld? Ich gebe dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Ah, ich habe jetzt schon so viel Bock auf das Game, ne? Es ist, wird so geil werden. Oh. Drücke, dann angreifen. Okay. Ein Zeichen, Vater. Ah ja, okay. Erwischt! Halt der Fresse. Achtung, Feuer! So. Also Junge, gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Weil er schon so viel Fimbulwinter erlebt hat, oder? Und hopp. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Kommt da jetzt noch ein Dialog oder bleibt der jetzt hier sitzen oder? Na komm, hopp hopp, kusch. Oh nein! Ach du Scheiße! Oh nein! Keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Yeah.
Krass, okay. Das wird uns wohl übers Spiel begleiten. Gehe ich mal von aus. Ist es nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Ach, hat die schon wieder, Alter. Junge. Mister. Wow. Okay. Ganz schön viele. So ging es schon die ganze Nacht. Sind wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Manchmal wünschte ich, Tyrs Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Tja. Du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Jawohl. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Späti. Alles gut? Ach ja, ich kann ja noch die Axt. Ach, da muss ich ja dringend dran denken. Braves Mädchen. Oh, das ist nur Donner, ja. Mhm. We know what that means. Matthäus! Ich seh nur nach. Ins Bett! Jawohl. Okay. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Ja, das denke ich. Ich muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet. Wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Gut, Leute, ich würde behaupten, das war's für den ersten Teil. Bleibt dran, Like und Abo nicht vergessen, damit ihr keine Folge verpasst von God of War Ragnarök. Ja, bis bald.